Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur aktuellen Sendung am Dienstagabend hier bei Ihrem BLK-TV. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ein ganz besonderes Gefährt, und das ist das Highlight beim AWO-Pflegeheim in Hohenmölzen, ist seit wenigen Wochen eine Rikscha. Und wir haben uns das mal genauer angesehen. Ja, wir sind jetzt hier bei der AWO im Pflegeheim in Hohenmölzen. Und ihr habt eine ganz tolle Errungenschaft. Ich finde es sehr toll. Gleich zu Beginn, ist es nur in Hohenmölzen, dass die Rikschas jetzt zur Verfügung stehen, aber auch in den anderen AWO-Pflegeheimen? Ja, also richtig ist, dass das ein Projekt des AWO-Landesverbandes ist und im gesamten Land Sachsen-Anhalt Einsatzstellen vorgesehen worden sind. Wir hatten das Glück, hier ausgewählt zu werden, dass wir mitmachen dürfen, und haben natürlich gerne Ja gesagt, als uns diese Rikscha zur Verfügung gestellt worden ist, und freuen uns jetzt, dass wir die jetzt hier haben und die auch dauerhaft bei uns behalten dürfen. Ja, das stimmt. Jetzt wollen wir uns das gute Stück mal angucken. Abgesehen davon ist das natürlich auch eine tolle Investition, ist auch eine teure Investition. Wie ist es jetzt zu handeln? Denn es sind ja alte Menschen, die hier sind. Ja, es gibt von den Verantwortlichen beim Landesverband eine Einweisung an diejenigen, die dann diese Rikscha fahren. Hintergrund ist ja, dass unsere Bewohner sozusagen am Leben im Quartier teilhaben sollen und eben auch mal die eigenen vier Wände verlassen sollen. Gerade in diesen Zeiten der Pandemie ist das, denke ich, ein ganz wichtiger Ansatz. Und dann gibt es eben eine Einweisung, und es dürfen nur die Engagierten fahren, die eben auch diese Einweisung erhalten haben, damit das Ganze natürlich auch sicher vonstatten geht. Wie schwierig ist es jetzt für die Menschen, sich hier zu platzieren, sage ich jetzt ganz einfach mal? Denn wollen wir ehrlich sein, von dem Alter her gesehen sind sie doch ein bisschen gebrechlich und nicht mehr so mobil. Ja, also die Rikscha ist ja speziell für dieses Einsatzgebiet gebaut worden, und es ist auch alles so vorgesehen, dass es möglichst leicht geht. Man hat also hier diese Rampe, die wird extra nach unten geklappt, und die Mitfahrer sozusagen können dann ganz einfach sich reinsetzen, dann wird die Rampe hochgeklappt und man wird angeschnallt, und dann geht es auch schon los. Ist also alles altengerecht und sicher. Ja. Ja, man sieht, wenn man hinten einen Sitz hat, gesehen, dass er offen ist, also ja, durchsichtig ist, dass sie vorne richtig und schön festsitzen. Mit dem fahrbaren Untersatz sollen Heimbewohner durch die Stadt gefahren werden. Denn viele Bewohner kommen ja leider kaum noch vor die Tür. Und die Folge ist dann Vereinsamung und Isolation. Mit der Rikscha können sie dann doch ein Stück weit wieder am Stadtleben teilhaben. In diesem Gefährt, das ja eigens für Senioren hergestellt wurde, ist Platz für 1 bis 2 Personen. Und da können sich die Senioren während der Ausfahrt auch noch gemütlich unterhalten. Ja, nun haben wir Corona-Zeit. Kamen Sie denn schon zum Einsatz? Ist es überhaupt möglich gewesen? Nein, leider noch nicht. Also mal abgesehen davon, dass das Wetter jetzt im Dezember auch noch nicht danach ist, spielt uns natürlich jetzt Corona sozusagen ein bisschen da rein. Wir hoffen aber, dass wir dann im Frühjahr, wenn dann das Wetter auch ein bisschen besser wird, dann die ersten Fahrten anbieten können und nutzen jetzt die Zeit, um zu trainieren und uns mit dem Gerät richtig vertraut zu machen. Natürlich war eine längere Ausfahrt an diesem Tag nicht möglich. Aber eine kleine Runde, die wurde doch gedreht. Und wie hat der Senioren die klitzekleine Ausfahrt an diesem kalten Dezembertag gefallen? Okay. So. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Kleine Probefahrt. Hat mir gut gefallen. Können Sie sich das vorstellen, gerade im Sommer auf dem Markt, oben im Café, noch ein schönes Eis dazu? Das ist sicherlich. Ich weiß es nicht. Auf der Straße? Aber da müssen sie auf dem Fußweg fahren. Ne? Jetzt freuen sich die Heimbewohner schon auf das kommende Frühjahr, wenn es dann losgeht. Und es heißt, Platz nehmen in der Rikscha und auf geht's. Vielleicht wartet dann sogar ein leckeres Eis in Hohenmölzens Innenstadt auf sie. Mit viel Engagement haben Weißenfelser Bürger zusammen mit dem Stadtmarketingverein in der Innenstadt für eine weihnachtliche Atmosphäre gesorgt. Wir haben mit Elke Simon Kuch und Jochen Schuber über diese Aktion gesprochen. Elke, wir haben uns in der vergangenen Woche schon getroffen, haben die Leute vorinformiert. Weihnachtsmärkte sind ja out in diesem Jahr, leider. Aber in Weißenfels hat man sich was einfallen lassen. Und ich finde auch was ganz Tolles einfallen lassen. Wir sind jetzt hier etwas Corona-bedingt in einem anderen Ambiente. Wir schauen dann vor in den Ladenbereich. Was erwartet jetzt
die Besucher hier in Weißenfels und was ist so dieser Kick? Vielleicht erstmal zu der Location, wo wir uns gerade befinden. Das ist die erste Adventsstube und in der können die Leute während der ganzen Adventszeit Herrnhuter Originale erwerben. Und wir werden das nachher sehen. Das ist wirklich eine tolle Kulisse. Und deshalb freue ich mich auch, dass wir heute hier bei Jochen Schuber sind, der die Idee hatte dafür, das hier zu machen, um einfach ein Stück weit noch mehr Adventsstimmung in die Stadt zu bringen. Das ist eine von 6 Stuben insgesamt, wo ganz verschiedene Sachen angeboten werden. Also alles sehr weihnachtliche Angebote. Das geht von Holz über Glas, über Stoff, Filz und so weiter, Keramik. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Überall gibt es dann auch diese kleinen Flyer, so hier, diese kleinen Flyer, wo das aber so nochmal draufsteht, wo wer zu finden ist. Das sind also, wie gesagt, 6 Stuben mit auch teilweise wechselndem Angebot. Also es lohnt sich tatsächlich jeden Tag, hier nach Weißenfels zu kommen. Das ist die eine Aktion. Die zweite ist, dass wir gesagt haben, wenn denn schon kein Weihnachtsmarkt ist, dann brauchen wir irgendwas, was die Leute hierher lockt, was auch den Händlern die Möglichkeit gibt, ihr Angebot zu präsentieren. Deshalb haben wir einen Weihnachts-Adventskalender, einen lebendigen sozusagen. Und hier haben unsere Händlerinnen und Händler und Unternehmen, die sich daran beteiligen, sich wirklich super Sachen einfallen lassen. Und es gibt also an jedem Tag eine besondere Aktion von einem Händler. Das kann man im Internet nachlesen. Das kann man natürlich auch, wenn man durch die Jüdenstraße läuft, gut sehen. Das ist also an den Schaufensterscheiben nochmal kenntlich gemacht und wird natürlich auch über die anderen Kanäle präsentiert. Und die dritte Sache, weil man eben auf 3 Säulen gut stehen kann sozusagen, ist unsere Sternpatenschaft. Die Idee dafür hatte die Bärbel Schmuck. Dafür sind wir auch sehr dankbar. Sie hat gute Connection zusammen mit Jochen Schuber zu dem Hersteller Herrnhuter, der, wir sehen es ja dann gleich, wirklich ein wunderbares Angebot hat. Und hier war die Idee, dass wir einen Sternenhimmel über der Jüdenstraße initiieren, die Menschen in Weißenfels motivieren, sich zu beteiligen, das mit zu unterstützen. Und da ist sie mit der Idee auf mich zugekommen als Stadtmarketing-Vorsitzende sozusagen. Und wir haben als Stadtmarketingverein gesagt, ja, eine tolle Idee. Wir unterstützen das auch mit allem, was dazu nötig ist. Das heißt also, die Leute anzusprechen, dann auch die entsprechende Logistik und alles, was dazugehört, natürlich in Zusammenarbeit mit der Stadt. Das ist ganz logisch. Das geht eben nur Hand in Hand und ich glaube, das ist symbolisch für das, was letztlich auch funktioniert, nämlich, dass mehrere Akteure zusammenarbeiten, kameradschaftlich zusammenarbeiten und jeder vielleicht in seinem Spezialgebiet eine Idee hat und das zusammen gebündelt wird und dann daraus was entsteht, was für die Stadt gut ist, was für die Menschen gut ist und was uns allen auch ein bisschen Freude macht, gerade jetzt in der Adventszeit. Und trotzdem, und da bin ich auch dafür sehr dankbar, dass eben die WVW und auch andere das mit unterstützen, dass eben auf den Markt diese Märchenlandschaft kommt, die man natürlich auch angucken kann. Und es wird ja auch eine Versorgungsstation auf dem Markt geben, oder gibt es ja schon, die ist ja schon aktiv, also wo dann, ich sag mal, die Leute sich auch irgendwie einen heißen Tee mitnehmen können und sich dann eben erstens die Märchenlandschaft anzuschauen, auch den schön geschmückten Markt. Wir haben überall diese wunderschönen Bäume, die Sterne. Also ich denke, es lohnt sich auf jeden Fall zu kommen, auch wenn wir jetzt halt nicht den Weihnachtsmarkt so haben, wie man sonst kennt. Aber wir haben als Weißenfels alle zusammen, glaube ich, wirklich das Beste draus gemacht und freuen uns jetzt natürlich, wenn die Leute fleißig nach Weißenfels kommen, weil das möchte ich an der Stelle auch nochmal unterstreichen, wir natürlich die jetzt geltenden Hygienerichtlinien in jedweder Form natürlich einhalten. Das heißt also, die Händlerinnen und Händler haben sich da sehr, sehr gut drauf eingestellt, sind da auch super vorbildlich, also da auch nochmal ein großes Dankeschön an alle. Und die Gäste, Kunden können also beruhigt in die Stadt kommen und einkaufen und sich ihre Beutel füllen mit ganz tollen, schönen Weihnachtsgeschenken. Elke, du hast ja jetzt hier jemand an deiner Seite, den Jochen. Ja. Jochen, das hat ja einen Grund. Warum bist du jetzt heute, bist du jetzt ja sehr aktiv mit an der ganzen Sache dran? Hast du es vielleicht auch mit ins Leben gerufen? Wie ist es zu der Verbindung gekommen, Jochen? Ja, der ganze Spaß fing an für sich voriges Jahr schon an, in dem Bärbel Schmuck
Herrnhut angerufen hat und gesagt hat, ihr müsst nach Weißenfels kommen. Ich hatte gesagt, das schaffst du nicht. Sie hat es geschafft. Und ich wurde von Herrnhut gefragt, ob ich diese ganze Verkaufssache übernehme. Habe ich sehr gerne ja gesagt. Es ist ein ganz, ganz tolles Produkt aus der Oberlausitz. Und so kam es, dass dieses Jahr ohne Weihnachtsmarkt wir auf die Idee gekommen sind, gehen wir doch in leerstehende Geschäfte rein. Für mich war es sehr naheliegend, hier zu sagen, ich gehe runter in die Jugend-City-Pastorale, spreche mit denen und sage, wie sieht das aus, würdet ihr uns den Raum zur Verfügung stellen für die Weihnachtszeit, für den Verkauf Herrnhuter Sterne. Und ich bin auch mit einer Kollegin halt noch da, Hobbyverkauf Unikat, also Holzarbeiten und Häkelarbeiten. Das beißt sich nicht, das passt alles zusammen. Herrnhut hat sofort ja gesagt, waren sehr erfreut drüber. Und wir sind dort offene Türen eingelaufen und Herrnhut hat sich für Weißenfels sehr, sehr interessiert und hat auch ganz, ganz doll Danke gesagt, dass dies möglich war. Zum Beispiel, indem unser Rathaus ein Herrnhuter Stern in einem Durchmesser von 1,30 Meter gesponsert bekommen hat, brauchte die Stadt also nicht zu bezahlen. Jochen, es ist ja nun schon seit ein paar Tagen auf oder geöffnet, die Leute können kommen. Habt ihr schon eine Resonanz bekommen? Ist das Interesse überhaupt da oder sperrt man sich? Man sperrt sich gar nicht. Ganz im Gegenteil. Die Leute sind sehr, sehr offen. Die Leute sind unwahrscheinlich freundlich. Eine ganz, ganz tolle Kundenresonanz. Und ich hatte es vorhin schon mal erwähnt, hier geht abends die Tür auf. Es kommt jemand rein und sagt, ich will jetzt keinen Stern kaufen, aber ich muss Ihnen sagen, das ist ganz, ganz toll hier. Und damit wird nicht bloß dieses Geschäft jetzt gemeint oder unser Adventsstübchen hier. Damit meint man natürlich auch die Jüdenstraße, den Markt. Jetzt leuchten überall diese Sterne durch diese Sternpatenschaften. Unsere Weißenfelser und die Gäste, die halt so ein bisschen da sind. Ich sage jetzt auch Hohenmölzner und aus Kranschitz waren ja Leute da, aus Zeitz, aus Nürnberg. Die sagen, Wahnsinn, ganz, ganz toll. Was macht eine Stadt aus? Straßen, Gebäude, Plätze? Nein, es sind die Menschen, die eine Stadt ausmachen. Das Leben, das Miteinander, die Vereine. Wir, die Wohnungsverwaltung Weißenfels, unterstützen Vereine, Einrichtungen, aber vor allem die Menschen in unserer Stadt. WVW. Mehr als Wohnen. Rekomöbel. Wir bringen Farbe in Ihr Leben. Golberner Wurstspezialitäten bietet qualitativ hochwertige hausschlachtende Produkte. Durch eigenhergestellte Rezepturen wurde eine Marke entwickelt, die sich durch Qualität, Geschmack und Individualität auszeichnet. Generell wird bei der Herstellung auf Geschmacksverstärker verzichtet. Golberner Wurstspezialitäten finden Sie in Zeitz in der Anna-Magdalena-Bach-Straße und in Rassberg. Im EKZ Schöne Aussicht in Leisling, in Gera Langenberg und in Tröglitz. Golberner Wurstspezialitäten. Denn ohne Wurst und Speck hat das Leben keinen Zweck. Weihnachten, liebe Zuschauer, ist Glühweinzeit.
Doch seit einigen Jahren setzt sich auch der Glühsekt immer mehr in der Region rund um Saale und Unstrut durch. Und wer, wenn nicht die Gebietsweinkönigin an Saale und Unstrut, könnte uns da nicht das perfekte Rezept verraten? Liebe Annemarie, also Weihnachten ist so die Zeit, wo man sagt, also Glühwein ist so das Nonplusultra. Und wer wäre da nicht prädestinierter als du, darüber mal zu reden und beziehungsweise Tipps zu geben, was du so empfehlen könntest als Gebietsweinkönigin beziehungsweise auch als Winzerin? Ja, also zu dieser kalten Jahreszeit passt natürlich wunderbar der Glühwein in weißer Form, Rosé oder auch in roter Form, ganz klassisch. Ja, und genießen kann man den natürlich draußen am Lagerfeuer oder auch in so in seinen gemütlichen Räumen zu Hause, in der schönen Stube, bei so einem schönen Gläschen heißen Hubi zum Beispiel, den es bei uns im Weingut gibt. Ja, und da kann man einfach mal wirklich die Seele baumeln lassen. Und wenn man möchte, kann man den Glühwein einfach in den Topf geben, noch ein bisschen Gewürze dran, ein bisschen Zimt oder ein paar Nelken noch, je nachdem, wie man das möchte. Oder auch Orangenscheiben und dann kann man den so richtig schön heiß genießen. Nun ist ja so, dass seit ein paar Jahren Glühsekt tatsächlich sozusagen nach vorne prescht. Was ist das Besondere an Glühsekt und kannst du mal erzählen, wie man das macht? Also was das Besondere auch daran ist? Ja, Glühsekt ist natürlich einfach ein bisschen mehr im Kommen, weil Glühwein trinken wir ja schon seit vielen, vielen Jahren. Jetzt gibt es einfach mal Glühsekt. Einfach mal was Prickelndes im Glas oder in der Tasse. Ich selber habe es noch nie hergestellt, bin ich total fremd dem Ganzen, aber ich trinke es sehr gerne und freue mich einfach, dass es da noch ein bisschen was dazu gibt, außer dem Glühwein. Wein und Weihnachten gehört halt einfach zusammen zum Gänsebraten, Entenbraten. Welche Weine würdest du sozusagen zum Weihnachtsessen empfehlen? Ja, also man muss nicht immer Rotwein zum Hirschbraten oder zu was auch immer, zur Gans trinken. Man kann auch wirklich mal unsere Leitrebsorte nehmen, den Weißburgunder vom Anbaugebiet Saale-Unstrut und da einfach mal ein bisschen probieren, experimentieren. Es ist alles möglich. Also ich liebe den Weißburgunder und würde den einfach mal wirklich zum Braten dazu probieren. Und gerade auch Weihnachten, so Desserts und leckere Sachen. Viele trinken ja auch gerne mal einen Eiswein. Wie sieht das dieses Jahr aus? Ist das überhaupt möglich oder ist Eiswein eher, naja, noch aus den Jahren zuvor vielleicht zu nehmen? Wie sieht's aus? Wir hatten ja jetzt ein paar frostige Tage. Genau, also ich denke mal, ein paar Winzer werden gelesen haben, aber so viel habe ich leider auch nicht gehört. Wir müssen wahrscheinlich auf die Jahrgänge zurückgreifen und da unser Dessert mit den Eiswein oder mit der Auslese zusammen trinken. Aber dann kann man einfach mal an die Jahre zurückdenken, was wir da wirklich für schöne Träubchen an den Reben hängen hatten und das dazu genießen. Wie verbringst du mit deinen lieben Weihnachten? Ja, also ganz familiär, ganz in gemütlicher Runde. Mutti, Vati, meine Brüder, mein Freund und ich, das ist so wirklich das Gros, die alle zusammen sind. Und dann wird natürlich auch mal die Omi besucht oder die Uroma, ja, die nicht bis zu uns nach Würschwitz kommen können. Aber es ist wirklich ganz familiär mit Plätzchen backen und Glühwein natürlich, wie sollte es anders sein. Aber es ist wirklich einfach, sich Zeit zu schenken, ist das Wertvollste an der ganzen Zeit. Deswegen ist es einfach ganz besonders, dass wir da alle zusammen sind und auch mal ein paar Pläne für die nächsten Jahre schmieden. In den nächsten Minuten geht's in den hohen Norden. Filmemacher Peter Becker war für uns zu Besuch beim Tierschutzhof Kleine Streuner. Der Tierschutzhof Kleine Streuner in Wiesmoor, Ostfriesland, ist für viele Tiere die letzte Zufluchtsstätte. Die Tiere, die hier leben, kamen aus sehr schlechten Verhältnissen, miserable Haltungsbedingungen. Einige wurden aus den Versuchslaboren geholt, andere vor dem Schlachter gerettet und vieles mehr. Jenny und Dirk, die Betreiber dieses Tierschutzhofes, kümmern sich hier hingebungsvoll um diese Tiere. Hallo Jenny. Hallo. Hallo Dirk. Hi. Grüß euch. Wir sind hier im Tierschutzhof Kleine Streuner. Seit wann gibt es denn dieser Tierschutzhof? Also gekauft habe ich das hier vor etwa 10 Jahren. Aber so richtig explodiert ist es vor
circa 4 Jahren, dass es halt immer mehr wurde mit den Tieren und ja, dass wir dann offiziell uns Tierschutzhof genannt haben. Okay. Habt ihr dann, wie viele Tiere habt ihr denn hier? Was habt ihr denn für Tiere hier? Boah, wir haben alles querbeet. Wir haben Kühe, Schweine, Hunde, Katzen, Pferde und Ponys, Schafe, Ziegen, Hühner, Gänse, Enten, Kaninchen, Frettchen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich was vergessen habe. Na ja, gut, okay. Aber um die 150 Tiere insgesamt sind es. Alle zusammengerechnet, 150 Tiere. Genau. Wie finanziert ihr das? Die brauchen Essen, die brauchen also Futter und so weiter. Wie macht ihr das? Durch Spenden, das, was wir selber verdienen. Also im Prinzip geht alles, was wir irgendwie zusammenkratzen können, in die Tiere rein. Das heißt, das hört sich halt so an, als habt ihr einen 24-Stunden-Tag, ne? Ja, so ungefähr. Annähernd bin ich mal. Wie kommt man auf die Idee, sowas zu machen? Wie so einen Tierschutzhof zu gründen? Das ist schon, ich war schon als Kind so verrückt, sage ich jetzt mal. Immer Tieren helfen wollte und hatte auch irgendwie den Traum, als Kind ein eigenes Tierheim zu haben und solche Scherze. Das glaubt man natürlich nicht im Endeffekt, dass sowas wirklich mal möglich ist. Ja, aber wie man sieht, man muss einfach machen und es hat sich halt so ergeben. Mhm. Ich habe halt immer wieder Tiere aus dem Tisch halt aufgenommen, die Hilfe brauchten. Wie läuft? Ja, das hat sich halt irgendwann summiert. Wie läuft das hier? Wie kommen die an die Tiere dran? Das ist unterschiedlich. Also wir haben ja, wir haben Schweine aus dem Labor. Wir haben Kälber und auch eine alte Milchkuh vom Bauern weggeholt und solche Sachen. Da hört man halt zufällig von. Dann sagt einem einer hier, pass mal auf, da ist dies, da ist jenes oder könnt ihr nicht. Auch gerade Kaninchen und so, viel von Privathaltern oder auch Veterinäramt, wenn die irgendwo was beschlagnahmen und wenn wir gerade Platz haben, dass wir dann was aufnehmen. Das heißt, das Veterinäramt fragt euch an, wenn die irgendwo... Läuft dann über Tierschutzvereine, die dann auch vor Ort sind und involviert sind, mhm, und die dann Platz suchen. Na, und ihr habt ja jetzt auch die Vogelgrippe im Moment hier. Die ganzen Tiere, die ich ja jetzt, ich habe ja vorhin die Gänse aufgenommen, die sind ja alle untergebracht. Wird das dann angeordnet oder habt ihr das aus eurer Initiative gemacht, die Tiere eingesperrt? Eingesperrt? Nein, bestimmt nicht. Das ist Tierquälerei, ganz ehrlich. Ich möchte das auf gar keinen Fall. Ich würde die am liebsten sofort wieder rauslassen. Das wird vom Veterinäramt angeordnet und wenn wir die rauslassen, kriegen wir richtig Ärger und dann kommen die mit der Keule. Deswegen muss ich sie leider einsperren und also ich mache das überhaupt nicht gerne. Mir tut es jedes Mal in der Seele weh, wenn ich das sehe, wie die da jetzt im Moment eingesperrt sind. Und wir würden denen gerne mehr Platz geben und größere Gehege bauen, aber dafür ist die Zeit im Moment nicht. Und gerade jetzt im Winter ist das alles ein bisschen schwierig. Wahrscheinlich Zeit und Geld, beide Faktoren, ne? Und vor allen Dingen so schnell, das kommt ja von einem Tag auf den anderen, dass wir einen Order gekriegt haben, dass alles rein muss. Und die Witterung spielt halt auch nicht mit. Ja, ich habe die Frage bewusst gestellt, ob ihr das freiwillig macht oder jetzt aus anderen Gründen, weil die Tiere, die laufen ja hier kreuz und quer rum, ist ja kein Tier eingesperrt. Nein. Ja, du hast vorhin die Frettchen vergessen zu erwähnen. Doch, hatte ich erwähnt. Hast du gesagt? Habe ich erwähnt, ja. Na gut, okay. Das sind die einzigen wirklich Kasernierten, weil das Raubtiere sind und die würden sich mit den Hühnern wahrscheinlich nicht so gut, sonderlich gut verstehen. Oder zu gut. Mal die haben sozusagen die Hühner zum Fressen gern, ne? Genau. Okay, gut. Dann habe ich so während der Filmarbeiten gesehen, ihr seid ja ziemlich ausgelastet. Ja. Das heißt also, ihr seid 2 Leute, ihr habt ab und zu mal eine Helfer oder eine Helferin da und damit kommt aber nicht klar. Nein, ich brauche regelmäßige Helfer hier. Ich bin unter der Woche alleine, weil ihr arbeiten ist von morgens bis abends und stehe mit der Versorgung der Tiere ganz alleine hier und viel mehr Arbeit, als es eigentlich wäre, weil halt vieles noch nicht fertig ist, weil wir überall Baustellen haben, wo wir improvisieren müssen und alles fertig zu kriegen, was wirklich schwierig ist. Also ich stehe meistens bis abends um 10 noch im Stall und um alles irgendwie zu schaffen, dass es den Tieren einigermaßen. Ja. Was muss denn derjenige oder diejenige für Eigenschaften mitbringen, die dann euch, sagen wir mal, helfen würde gerne oder so? Braucht ihr irgendwas Besonderes? Liebe zu Tieren. Ja, ganz wichtig, dass die verstehen, warum wir das hier machen.
Ich schreibe jetzt nicht vor, dass jemand vegan sein muss, der hier arbeitet, um Gottes Willen, aber wir sollen zumindest verstehen, warum wir das machen und ja, und das halt akzeptieren. Und wichtig ist, ja, dass die Leute selbstständig arbeiten können, dass man nicht ständig hinterher rennen muss. Die müssen körperlich belastbar sein, weil das hier sind keine einfachen Arbeiten. Mit ein bisschen Polystriegeln ist es hier leider nicht getan. Da kommen nämlich ganz viele, die das wollen. Und ja, aber was müssen die denn machen, zum Beispiel? Also ja, Stallausmisten zum Beispiel helfen. Wir haben genug Stallungen, die sauber gehalten werden müssen. Ja, wir haben ganz viel. Ich muss ganz viel durch die Gegend fahren, um Spenden abzuholen, um Futter zu besorgen und halt Gemüsespenden und sowas alles. Wir bekommen von der Tafel zum Beispiel Obst und Gemüse, die Reste, ja. Alles, was übrig bleibt. Und das muss alles abgeholt werden. Wir müssen Späne besorgen, also Einstreu für den Stall und all sowas. Und das sind alles Sachen, die ich nebenbei nicht mehr wirklich schaffe, hier zu kommen. Weil wenn ich weg bin, ist wieder was anderes, was fehlt. Ich muss gucken, dass ich die Tiere medizinisch versorgt bekomme, weil wir auch ständig irgendwelche Krankenfälle dazwischen haben. Sind ja auch weil Kosten, es ja nun mal, ne? Alles Tiere sind, die halt ja, nicht im besten Zustand sind. Die eine Geschichte haben, die aus schlechten Verhältnissen kommen und so weiter und so weiter. Ne? Genau, und ja, Fütterung und alles, das muss ich halt alles über den Tag irgendwie schaffen und nebenbei halt noch die Stelle und so. Ja, und das wäre schön, wenn man da halt Unterstützung hätte. Ein bisschen Erfahrung mit Großtieren wäre nicht verkehrt, oder zumindest sollte man keine Angst vor den Tieren haben. Respekt ist immer gut, auf jeden Fall, aber keine Angst. Und die Leute müssen einfach anpacken können, zupacken können. Das ist das. Dass sie mir auch mal helfen können, ein Schaf festzuhalten, wenn ich die Klauen schneiden muss oder solche Sachen halt. Das sind Sachen, die kann ich nicht alleine machen. Was ist denn so euer schlimmster Fall gewesen in den Jahren, wo ihr dann ein Tier bekommen habt, wo aus wirklich total miserablen Verhältnissen gekommen seid? Was gibt es irgendwas, wo ihr vorsticht? Ja, es ist schwierig. Also wir kriegen ja auch viele Tiere aus Privathaltungen, wo die Leute denken, dass sie damit gut umgehen. Und wenn man dann aber im Endeffekt den Zustand sieht oder wie die da gehalten wurden, da kann man nur noch mit dem Kopf schütteln, und weil die Leute einfach keine Ahnung haben. Und dann in Einzelhaltung und solche Scherze. Zum Beispiel Moody jetzt. Moody ist mittlerweile 21, ist ein Minischwein. Der wurde alleine über 15 Jahre lang in einem Altenheim gehalten, auf einem Stück von vielleicht 4x5 Metern mit einer kleinen Hütte drauf, alles matschig. Und in einem Altenheim. Als Belustigung für die älteren Herrschaften. Ich meine, ich finde es ja schön, wenn ältere Herrschaften mit Tieren zusammenkommen, aber dann muss das Tier auch vernünftig oder die Tiere vernünftig gehalten werden. Ja. Und nicht in Einzelhaltung. Und der ist nicht umsonst so aggressiv. Als wir den gekriegt haben, war er richtig aggressiv. Das war das reinste Terrorschwein. Mittlerweile hat er sich einigermaßen eingekriegt, weil er hier halt frei laufen darf. Er hat Freunde, mit denen er kuscheln kann und über die er bestimmen kann. Nach all diesen Jahren, bereust du es, dass du das mal angefangen hast? Nein, auf gar keinen Fall. Aha, okay. Dann würde ich ja bereuen, dass ich die Tiere, die ich hier habe, wo ich super froh bin, dass ich sie retten konnte, dann wären die nicht mehr. Die sind ja alle irgendwie, die habe ich ja alle vor der Schlachtung oder unsicheren Tod oder aus richtig schlimmen Verhältnissen irgendwo rausgeholt. Und ich finde, wo sie dann vor vielleicht noch zu zweit waren und dann ist dann ein einzelnes Tier und dann steht das alleine und solche Geschichten halt auch. Ja, bei Schafen ist das ganz oft der Fall. Privatleuten, die Schafe anschaffen aus Jux und Tollerei und dann stirbt eins und dann, ja, dann können sie sich von dem anderen nicht trennen und dann ist er, aber ein zweites wollen sie sich dann auch wieder nicht anschaffen, ja, und dann steht das arme Tier da jahrelang alleine. Naja. Alles klar, ihr beiden. Für die Zukunft alles Gute, viel Glück und finde es super, was ihr macht. Alles klar. Dankeschön. Okay, tschüss. Tschüss.
15 Meter war sie lang und sorgte für eine Mega-Gaudi in Osterfeld. Die Eisbahn, die im vergangenen Jahr zum Eisstockschießen einlud. Seit Freitag hat man im Atrium Hotel Amadeus in Osterfeld die Möglichkeit, sich im Eisstockschießen auszuprobieren. Vor einem halben Jahr die verrückte Idee gehabt, hier ein kleines Winterdorf zu machen, so mitten im Sommer. Und dann haben wir uns rangesetzt und haben überlegt, was könnten wir denn tun, wie könnten wir das denn umsetzen. Und da ist uns mal eingefallen, ganz spontan, dass wir auf jeden Fall eine Hütte brauchen und ja, eine Eisstockbahn. Das ist im Sommer immer gar nicht so leicht, darüber nachzudenken, ne? Aber wir waren kreativ und haben gesagt, okay, wir machen das. Aber es war uns ganz wichtig gewesen, dass wir das nicht nur für unsere Gäste machen, weil wir gesagt haben, wir wollen uns einfach integrieren zu Osterfeld. Und da ist uns eingefallen, ja, das muss etwas sein, wo die Leute auch hingehen können. Das heißt, nicht nur unsere Gäste im Haus die Möglichkeit haben, abends hier Eisstock zu schießen oder ihre Weihnachtsfeier zu machen und vorher halt die Bahn zu nutzen, sondern dass vielleicht auch die Osterfelder die Möglichkeit nutzen, hierher zu kommen. Und dass wir nur daran gedacht haben oder speziell auch daran gedacht haben, sehen Sie auch schon an der Tatsache, dass wir zum Beispiel Kindereisstöcke gekauft haben, also nochmal Geld in die Hand genommen haben, gesagt haben, okay, 98% unserer Gäste sind zwar Erwachsene, aber in Osterfeld gibt es ja Kinder und vielleicht können die ja ihre Eltern inspirieren zu sagen, lasst uns doch jetzt mal dahin gehen. Und speziell dafür haben wir ja auch am Wochenende nochmal Sonderöffnungszeiten, gerade für die Osterfelder, und auch nochmal Sonderpreise gemacht und ebenfalls am Sonntags immer die 4 Adventssonntage auch jetzt mittags wieder geöffnet, was wir sonst die anderen Zeit nicht haben, und eine kleine spezielle Winterkarte. Ja, ich hoffe mal, dass das funktioniert, dass die Leute auch wirklich kommen und dass es annehmen. Wäre jedenfalls schön. Das Häuschen, das wird stehen bleiben, und wir haben weiter überlegt, wir sind ja immer so ein bisschen kreativ und versuchen immer zu überdenken, was können wir denn dann im Sommer mit dem Haus machen, wenn dann die Eisbahn wieder verpackt ist und wie auch immer. Also es sind momentan ganz viele Konzepte so im Gespräch, aber ich kann ja mal so ein paar Worte sagen, die so im Plan sind. Also ein paar Worte wären zum Beispiel Maipole aus Chance, Sommerterrassenparty, Oktoberfest. Also all die Sachen schwirren schon durch den Raum und werden sicherlich das eine oder andere genutzt. Aber wir werden die Terrasse auch im nächsten Jahr wieder für ein Konzert nutzen. Wir hatten ja im Sommer ein wunderschönes Konzert. Ja, genau, war sehr schön gewesen. Wir werden das versuchen, auch dieses Jahr wieder zu machen. Das Eisstockschießen kurz erklärt. Das Spielfeld ist aufgeteilt in ein Standfeld, ein Zielfeld und im länglichen Bereich dazwischen, der 14 Meter lang ist. Im Standfeld wird der Eisstock in Richtung Zielfeld abgeworfen. In der Mitte des Zielfelds liegt die Zielscheibe, die sogenannte Daube. Ziel des Eisstockschießen ist es, möglichst viele Eisstöcke näher an der Daube zu platzieren als die andere Mannschaft. Ein Spiel besteht aus 6 Durchgängen. Pro Durchgang hat jeder Spieler jeweils einen Wurf. Wird die Daube bei einem Schuss getroffen und verändert dadurch ihre Position, gilt diese fortan als Ziel. Verlässt die Daube jedoch die Spielbahn, wird sie wieder auf das Mittelkreuz gelegt, ihren ursprünglichen Platz. Platziert ein Spieler seinen Eisstock bei einem Durchgang näher an der Daube als ein Gegenspieler, erhält er dafür 2 Punkte. Gewonnen hat die Mannschaft, die am Ende des Spiels die meisten Punkte gesammelt hat. Für Spaß unter Kollegen und Freunden sorgt das Spiel auf jeden Fall. Wenn Sie Lust bekommen haben, melden Sie sich einfach im Atrium Hotel Amadeus in Osterfeld. Und damit, liebe Zuschauer, sind wir wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal eine schöne Woche. Wir sehen uns, wenn Sie möchten, am Freitagabend wieder hier bei Ihrem BLK-TV. Weitere Nachrichten finden Sie wie immer aktuell auf unserer Webseite unter www.blkregional.tv oder Sie besuchen uns ganz einfach bei Facebook. Also dann machen Sie es gut. Tschüss.